Gut, also, wo müssen wir hin? Flugzeug soll dort irgendwo sein. Das ist doch, oder? Ich glaube, das ist das Flugzeug. Neben dem Flugzeug? Achso, wahrscheinlich kommen wir einmal nur hier rum und einmal nur hier rum. Ist die Frage, wo gehe ich jetzt zuerst hin? Und diese Geräusche sind auch nicht vielversprechend. Claymore. Ich habe keine Ahnung, wie ich die im Survival benutzen soll. Alter. Nicht ins Wasser heißt es, ne? Der Vogelmann. War das? Okay, Save Point. Er hat mich... Klar, durch die Wand hat er mich erwischt. Dummer Hurensohn. Alter, das ist laut, das Gras. Verwegs sind wir jetzt am Flugzeug. Wie kommen wir hier rein? Hier? Geh auf! Grims und mehr Claymores. Oh, bitte sag mir nicht, dass ich... Da sind Schrimps, dass ich die Claymores hier drin brauche. Was ist das? Mehr Schrimps. Ah, das sind die Kanister. Mach doch noch lauter, Atium. What the fuck bist du denn? Mami? Ernsthaft? Alter, was bist du denn? Für ein hässliches Ungetüm. Du bist ja hässlich. Das heißt, wir haben jetzt hier keinen Kanister gefunden und müssen jetzt zu einem anderen Spot. Was war das? Irgendein Lager. Wo ist denn der hässliche, fette Schrimp? Irgendwo hier im Wasser. Ich schätze mal, dann muss ich... Ja, wo muss ich denn dann überhaupt hin? Da drüben vielleicht. Ich gehe mal dorthin, in dieses Gebäude. Wow. Oh, ich dachte, das Wasser wäre flach, Alter. Nein. Okay, ich komme nicht ins Wasser, alles klar. Ich dachte, das wäre flach. Das sieht tatsächlich flach aus, das Wasser hier.
Hallo. Hier ist nix, hier ist nix. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Fähnchen. Das Wasser. Da ist der Schrimm. Und so ein Vogelmann. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, die greifen mich an. Wichser. Du spuckst nicht auf mich. Oh, ich glaube, ich habe die falsche Muni drin schon wieder. Okay, die Munition prallt an ihm ab. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wo ich hin muss. Zeig mir dein hässliches Maul. Nein, nicht die Maske absetzen. Wer schießt hier? Lass eigentlich nur die Scheibe sauber machen. Geh mal die Fähnchen hier lang. Hier ist schon wieder die falsche Muni drin. Fuck. Da ist eine. Au! Okay, dich habe ich zu spät gesehen. Scheiß Tentakelvieh. Oh nein, ich habe keine. Doch, ich habe noch Heatpacks. Stirb doch! Oh, das ist der Große. What the fuck? Was war das denn? War da eine Falle? Okay. Merken wir uns, da gibt's nichts. Endlich nur noch eine Tankstelle. Zu der gehe ich jetzt hin. Ich komme hier nicht rüber. Ich komme hier rüber. So, hier ist eine Tankstelle. Ah, hier ist auch was zu lesen. Und da ist noch ein Kanister. Da waren wir gerade drinne. Okay. Erstmal das hier. Eintrag 1. Ich fühle mich, als wäre ich in meinem Strudel geraten. Ereignisse, die ich nicht ganz verstehe, passieren überall um mich herum. Und plötzlich werde ich zum Sog in der Mitte gezogen. Wohin ich auch gehe, alle um mich herum reden vom Krieg. Manche machen sich bereit dafür, andere flüchten davor. Aber alle glauben daran, dass er kommt. Miller, der Reichsführer, Moskwin, die Leute am Theater und die Flüchtlinge von der Roten Linie. Die feuchte und rosige Luft der Metro riecht nach Blut und Verderben. Das ist nicht mein Krieg. Ich frage mich, ob denn überhaupt etwas getan werden kann, um ihn zu verhindern. So, ich hoffe, hier ist was drin. Ne, ist leer. Ist auch leer. Da ist was drin. Alles klar. Und wo muss ich jetzt hin?
In die Richtung. Irgendwie in die Richtung, okay. Ah, nicht ins Wasser. So ist es auf dem Baumstamm. Genau, hier rauf und hier rüber. Ach, scheiße, welche Muni habe ich da jetzt reingeladen? Ich hoffe, die normale. Oh, fuck. Ist das? Ah, das ist das Boot. Okay. Wo ist eine große... Mami! Nein! Was das? Ich glaube nicht. Kannst du mal... Ja, kämpft gegeneinander. Ich will nicht noch mehr Militärmunition verschwenden. Ja, Claymores, die hätte ich wahrscheinlich auch benutzen können. Okay, war's das? Ich machte ziemlich viel Lärm, während ich mich durch den Sumpf kämpfte. Wenn in der Kirche wirklich unsere Leute sein sollten, werde ich sie bald treffen. Oh Gott. Warum ist es plötzlich dunkel? Und mondig. Gesehen. Könnt hier? Ja. Okay. Die Richtung. Ja, danke, das hilft nicht sehr. Ach du Scheiße. Diese Geräusche.
Ach, ich würde ja so gerne ein Nachtsichtgerät haben. Was ist hier los? Warum? Ich habe doch Filter gewechselt. Ach so, hier ist sehr radioaktiv. Wahrscheinlich. Ah ja, ich darf hier nicht drinnen bleiben. Igitt. Das ist eklig. Okay. Radioaktivität ist nicht gut. Bitte merken. Ah. Falle. Okay, irgendjemand funkt gerade. Eine Frauenstimme. Ja, Nachtsichtgerät. Oh, scheiß mal auf Taschenlampe. Anna? Anna lebt also noch. Wo ist die Kirche? In die Richtung. Zeit habe ich noch 6 Minuten. Aber wo genau lang? Ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Hier komme ich weiter, oder? Es ist nicht schwer zu erkennen, wo Wasser und wo nicht. Okay, hier komme ich nicht weiter. Wieso ist hier ein Campfire? Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Hier ist überall Wasser, da komme ich nicht durch. Du willst nicht mit mir kämpfen, oder? Daher. Hört doch mal mit den Geräuschen auf, Leute. Das ist doch nicht mehr schön. Oh. Alter. Jetzt hätte mich einer ins Wasser gezogen. Soll ich gegen den... Okay, sehr gut. Ich habe Angst, dass wenn ich auf den schieße, dass der dann seine Brüder ruft. Ich meine, die heißen ja nicht umsonst Telepathen, oder? Ach, tot. Da ist auch noch einer. Shit, der sitzt mit dem Rücken zu uns. Was ist hier noch? Nice. Wo muss ich überhaupt hin?
da muss ich, glaube ich, hin, oder? Also zu der Kirche. Aha. Ein großer Schrimp. Er ist direkt hinter mir. Komme ich hier durch? Bin ich hier überhaupt richtig? Okay, ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Ich habe dich gerade gesehen, wie du da reingelaufen bist. Was zur Hölle? Hier ist doch gerade einer reingesprungen. Muss mir sagen, der ist in den Toiletten verschwunden. Oder ist der hier lang? Zu spät gesehen. Oder zu gehört, besser gesagt. Na gut, wir hatten ja hier den Spawn. Da, ihr seid da rein. Und dann seid ihr verschwunden. Okay, es hat gerade geblubbert. Jetzt sind die wirklich durch die Toilette abgehauen. Okay, hier war eine Trap. Jetzt sehe ich sie auch. Hier, oh, hier sind noch mehr Traps, okay. Nein. Da. Hier ist noch eine. Nee, die brauche ich nicht. Filter, das ist auch gut. Filter sind immer gut. Wie lange? 4 Minuten. Okay, aber wir sind, glaube ich, bald am Ziel. Alter. Gleich. Hier Friseur, wollen wir uns noch schnell eine Frisur machen lassen hier? Nicht, okay. Wo bist du, Anja? Nochmal Filter. Ah, wir müssen doch da drüben tatsächlich hin. Oh Gott, ich soll doch hier nicht bestimmt noch kämpfen, oder? Das sieht aus wie eine Arena. Na los, Bewegung. Ja, als ob. Als ob ich es nicht geahnt hätte. Ja, hiermit. Yeah.
laufe erstmal nur im Kreis, ja, Leute? Oh Gott, das ist ja... Oh Gott, hier brennt die Luft. Jo. Laufen. Also jeder, der jetzt sagt, ich renne nur feige weg, ihr seht ja, wie viel ich aushalte. Ich versuche den tatsächlich, mal gucken, ob ich den mit den Granaten irgendwie wegkriege. Ah nee, die explodieren zu schnell, okay. Wow, 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 der schadet ja. Wie viel von der... 99 nur. Zwei Medikits noch. Bist du tot? Nein. Wäre toll, ja, wenn ihr mal den Großen töten könntet. Aber es ist schon mal gut, dass sie die ganze Zeit die Kleinen töten. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. So, Filter wechseln. Einen noch. Okay, jetzt muss ich heilen. Alter, lebt er immer noch? Ich glaube, ich mache ihm am meisten Schaden, wenn er seine scheiß Fresse aufmacht. Oh, ups. Wie ich einfach nicht treffe mit den scheiß Granaten. Ah, ich hab keine mehr, okay. Oh, warte mal, ich hab doch noch die Dinger hier. Okay, keine Ahnung, ob das was bringt. Ist sie jetzt explodiert? Nein. Ja? Oh. Mach sie kalt. Die nehme ich wieder mit. Scheiße, ist das an der Oberfläche immer so? Ja, ist es. Viel schlimmer sogar. Puh, Alter. Das erste Mal, dass ich so einen Riesen gesehen habe. Könnt ihr den Stamm vielleicht wieder? Danke. Da bitte. Verdammt, du bist eine Ein-Mann-Armee.
Alter, war das anstrengend. Schön, dich zu sehen. Komm rein. Hier ist es sicher. Komm schon rein. Na los, komm rein. Vergeude nicht deine Filter. Ich hatte dich im Visier, als du noch weit draußen warst. Hätte dich auch fast erschossen. Das sollte dich lehren, Funkrufe zu beantworten. Aber ich hab gespürt, dass du es bist. Ich hoffe, du verzeihst mir die Sache mit dem Botanischen Garten. Ich dachte, du wärst tot. Aus irgendeinem Grund war ich wirklich froh, Anna zu sehen. Meine Kratzbürste. Sie hat endlich mit den fiesen Scherzen aufgehört. Vielleicht schämt sie sich dafür, ihren Partner auf dem Schlachtfeld allein gelassen zu haben. Das wird es wahrscheinlich sein. Oder nicht? Meine Kratzbürste? Echt? Echt, Artyom? Echt? Hat die uns beim Schlafen zugeguckt? Ich habe dich vorher nicht ernst genommen. Aber Hunter, er hat von Anfang an dich geglaubt. Ich habe Zeit dafür gebraucht. Ich habe es nicht verstanden, bis ich dich in Aktion gesehen habe. Und ich hätte dich fast umgebracht. Du machst es mir nicht leicht, Artyom. Ich höre jetzt erstmal auf. Geh weiter und mach dich bereit. Die Jungs kommen bald und wir gehen alle zur Oktyabrskaja. Oh, was ein Zufall. Da muss ich nämlich auch hin.